öffnen! Okay! Sie sind alle weg. Komm raus. Irgendwie läuft das alles nicht rund, Booker. Mr. DeWitt, ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Meine Männer und ich
sind verloren. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt, wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Schon dabei. Die Gondel kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Comstock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Raketen! Haltet sie auf! Raketen! Ah!
Perfekt getimt. Sieh das auf, Elisabeth. Das wird nicht lange dauern. Fertig. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Danke. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und dich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus.
Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden... Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können...